Website-Check für die Webseite von Nestle.ch. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie schauen Website-Marketing.ch. Ich habe das letzte Mal angefangen, eine Serie aufzusetzen mit 11 Kriterien, die eine Webseite beleuchten. Hier sind die Kriterien. Zuerst 3 SEO-Punkte, die gehen wir nachher eins nach dem anderen durch. Dann habe ich Usability-Punkte, das sind 5 an der Zahl, dann 2 Punkte zum Thema Social Media und einen Legal-Punkt. Die werden wir also durchgehen, jetzt anhand der Seite von Nestle schauen, ob die Seite professionell aufgebaut ist, ob sie diese Kriterien erfüllt. Lassen Sie sich überraschen. Punkt 1, hier geht es um SEO, Title, Meta-Tags und die Weiterleitung. Ich bin hier auf Nestle.ch, ich gehe hier mal auf den Title oben drauf, den sehe ich hier drin. Keywords müssen hier drin stehen, das fehlt hier eindeutig, haben wir nicht. Die 301er Weiterleitung, das sehen Sie hier deutlich, die ist nicht gemacht, es geht also mit und ohne www, das ist sicher ein Fehler. Und ich schaue noch kurz die Description an, ob hier Keywords drin sind. Da ist was drin, Nutrition, Health und Wealth Company. Also das könnte man geben, trotzdem den Punkt kann ich nicht geben. Da fehlen mir 2 von 3 Punkten. Dann zum Thema Inhalt. Auch hier gehe ich kurz mal rein und schaue mir das Ganze im Cache an. Ich habe mir die Seite im Cache geöffnet. Hat hier H1 und hat hier vor allem auch die Keywords drin. H2 hier unten, H1 hier oben, Nestle Home, sicherlich keine Keywords drin, schlecht gelöst. Auch hier unten, ja, könnte man geben, da hat sicherlich Keywords drin, aber es hat nur H2, also gut wäre hier H1, hätte man noch mit Keywords versehen. Den Punkt also im Moment auch noch nicht, sind die Bilder vertagt. Das ist relativ einfach, ich fahre über ein Bild, rechte Maustaste, Element untersuchen, kriegen das hier in dem Fall. Und sehe hier, da ist gar nichts gemacht, also hier fehlen auch die Tags, den Punkt kann ich also auch nicht geben. Dann als nächstes schauen wir uns den Speed an. Auch hier arbeite ich mit einem Plugin von Chrome. Ich habe hier dieses Page Speed, das ist auch das, was Google bei den Webmaster Tools anzeigt. Ich habe hier 70 als unterste Grenze und die Seite, die ist wirklich extrem langsam. Das werden Sie auch merken, wenn Sie sie öffnen. 68 erfüllt sicher nicht. Ich habe hier auch 3 rote Punkte, da müsste man sicherlich dran arbeiten. W3C Validierung, da bin ich auf validator.w3.org und das ist übel, das habe ich noch gar nie gesehen. 621 Errors, also sehr, sehr fehlerhaft diese Seite. Keine Ahnung, an was das liegt, ob der Code so schlecht vom CMS ausgegeben wird, eben Grund wird es dafür geben. Dann die Indexierung, hier schaue ich, wie sich der PageRank gegen unten verhält. Auf der Startseite habe ich einen PageRank von 6. Hier bin ich auf der ersten Unterseite oder auf dem ersten Unterlevel habe ich noch eine 5, das passt. Und wenn ich jetzt noch eins weiter runtergehe, komme ich auf 4. Das ist eigentlich gut. Die Abnahme wäre perfekt, aber den Punkt kann man dann trotzdem nicht geben. Denn da fehlt noch einiges an Speed vor allem und eben an diesen Fehlern, die sind viel zu hoch. Dann Thema Usability. Das finde ich gut gelöst. Ich habe hier oben das Logo, das passt hier. Ich habe die Navigation, ich bin hier auf einer Unterseite, die ist auch immer am selben Ort, der zweite Level erscheint. Gut, den Punkt kann man sicherlich geben. Dann Relevanz und Vertrauen. Relevanz, habe ich 2 Sekunden Zeit, um was geht's hier? Klar, Logo, Nestle, weiß man halt auch, geht um Food und Leben. Wenn ich ein bisschen runter scrolle, sehe ich hier das Thema Wasser, sicherlich gut, auch in dem Key Visual drin, hier mit diesem Punkt, da kann ich erkennen, um was es hier geht, das ist gut und das Vertrauen, das kann man sagen, bei Nestle hole ich mir halt hier über die Marke, das ist eine weltbekannte Marke, die brauchen hier nichts weiteres fürs Vertrauen zu machen, den Punkt kann ich auch geben. Dann das Thema Suche, ich habe hier mal einen Suchbegriff eingegeben, Telefon, das ist meistens was, das nicht unbedingt gut gefunden wird, auf der Seite kann ich sagen, wird es gefunden, ich komme hier auf Telefonnummern drauf, also ich könnte hier von hier aus weiter navigieren, das passt also auch, ist gegeben. Das ganze Thema mit dem Kontakt, Telefonnummer selber dann, das habe ich hier drin. Ich habe sogar eine Telefonnummer von Nestle in Wöwe, das passt eigentlich auch. Hier ein Kontaktformular, ein bisschen sehr großzügig angelegt, finde ich aber eigentlich ganz gut gelöst. Den Punkt kann man geben. Dann ein ganz schlimmer Punkt, das werden Sie gleich sehen, ist der nächste. 404, ich habe hier irgendeine wirre URL eingegeben und kriege hier so eine Fehlerseite, das geht natürlich überhaupt nicht. Hier muss was kommen, dass ich mindestens weiter navigieren kann, dass ich sogar vielleicht in der Standard, im Standard-Template drin dann die Seite öffnet und ich auf weitere Seiten navigieren kann, mit Vorteil sogar auch gerade die Suche zur Verfügung gestellt wird. Das geht also nicht. Thema Call to Action, der nächste Usability-Punkt, den würde ich hier geben.
Ich habe hier oben diese Box hier, beispielsweise Online-Shopping, das passt hier. Ich kann hier weiterklicken, komme dann hier direkt in einen Shop rein und kann hier kaufen. Der Call to Action ist hier gegeben, passt eigentlich. Dann der nächste Punkt, Social Media. Hier der erste Punkt, beim Bereich Social Media geht es darum, dass eben die Social Networks angelinkt werden. Nestlé hat eine Fanpage mit sage und schreibe fast 500.000 Fans. Wenn ich hier aber auf der Seite nach diesem Link auf die Seite suche, suche ich das vergebens. Was ich aber dann finde, ist der Punkt mit dem Teilen. Ich habe hier diese Share-List-Möglichkeit, das ist gegeben. Habe also einen Punkt geben können, den anderen nicht. Und dann zu guter Letzt noch den Legal-Teil. Ich gehe hier ganz runter in den Footer rein, klicke hier auf Datenschutz, komme dann auf die Seite hier und da habe ich alles erfüllt und finde auch alles, was ich brauche. Der Teil ist also abgedeckt. Wenn ich mir das also anschaue, nicht gerade überzeugend, was Nestlé angeliefert hat, schauen wir uns aber das anhand der Punkte nochmals an. Ich habe hier die Verteilung, ich habe hier hinten Nestlé drin. Die drei SEO-Punkte kann ich alle nicht geben. Ich weiß nicht, warum man da nicht dran gedacht hat. Speed ist vor allem ein Riesen-Issue, auch die vielen Fehler, die es hier gibt. Dann hat man nicht groß auf Inhalte geachtet bezüglich Keywords. Das fehlt also dann. Usability von den Punkten, die wir hier drin haben. Das sind 5 Punkte. Es sind 4 gegeben, ist eigentlich ganz gut gelöst. Die 404er-Seite, das ist ein Fehler. Da müsste man noch dran arbeiten, weil sowas habe ich noch selten gesehen. Dann Social Media Bereich. Sie haben eine super Facebook-Fanpage, nur als Beispiel. Ist also eigentlich optimal, die anzulinken mit einer 500.000 Fans. Trotzdem fehlt hier der Link auf die Seite drauf. Die Share-List-Button sind gegeben und der Disclaimer ist aufgegeben. Schneidet also Nestlé mit 6 von 11 Punkten ab. Nicht gerade überzeugend. Ich glaube, da hat man noch ein bisschen Aufholbedarf. Bin mal gespannt, ob sich da mein Bericht irgendwie auf das auswirken könnte. Würde mich natürlich interessieren, was ihr davon hält. Würde mich natürlich auch interessieren, ob ihr noch andere Sites bewertet haben wollt. Kommentare oder eben Sites wie immer hier oben drin. Mein Name Philipp Sauber. Ich bin von der IRE Marke und Sie haben websitemarketing.co geschaut.